So, der liebe Tommy hat Ärger. Wie immer. Und wie immer hat er den Ärger mit dem Müll. Das ist ja unglaublich. Mit dem Müllmann. Der hat nämlich erst jetzt das Schild irgendwie bemerkt und dann gesehen, dass seine Aufnahmen bei YouTube sind. Ja, also, wie er das denn rausgefunden hat, wahrscheinlich hat er dann live geguckt. Also angeblich. Also nicht jetzt, sondern eben als der Livestream noch lief. Hat sich heute bei mir ausgekotzt, dass das nicht sein kann. Ich meinte, naja, aber ich habe doch drei Schilder da oben dran, wo drauf steht Livestream. Und Livestream meint halt Livestream tatsächlich. Kann ich nicht machen, ohne zu fragen. Egal, ich nehme die Aufnahmen raus, nur damit ihr Bescheid wisst, warum, wieso, weshalb jetzt die ganzen Livestream-Geschichten verschwinden. Davon mal abgesehen, schaut sich das eh keiner an, so richtig. Ist ja auch Blödsinn, also hier 12 Stunden quasi oder 11 Stunden ist ja der Livestream immer, glaube ich, nur. Die besten 10 habe ich ja rausgeschnitten und die besten 10 bleiben natürlich drin. Und es geht auch immer so weiter, aber ich will keinen Ärger. Das war aber nicht, naja, wie auch immer. Und schon ja nicht will ich den Ärger mit dem Müllmann. Das ist ja nur wirklich Quatsch. Ey, wegen sowas, wegen Watten, weil er einmal durchs Bild gelaufen ist und eine Tonne hochgezogen hat. Keine Ahnung, ich habe noch nicht mal die Aufnahme gesehen. Ich weiß noch nicht mal, worum es geht. Ich hatte gerade gepopelt oder irgendwas, das war ihm unangenehm. Oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, warum sich heutzutage Leute noch so albern haben, wenn sie einmal durch eine Kamera laufen. Ich meine, es ist ja bekannt, dass er bei uns, dass bei uns die Tonnen geleert werden. Also das ist ja kein Geheimnis oder so, er ist ja kein BND-Agent oder so. Und dann hätte er ja bemerkt, dass da eine Kamera ist. Also ansonsten wäre er ein schlechter Agent. So, ich schieße mal Tor auf, fahr mal rein. Ja, so sieht's aus. Erstmal jetzt dazu. Nicht, dass euch wundert, dass die Videos verschwinden.